Moin Moin und willkommen zu einer neuen Episode hier im Nerdhurt Podcast. Heute geht es um die Neuerscheinungen bei Panini Comics Deutschland, sowohl im Januar als auch im Februar 2017. Ich habe das ja erklärt. Aufgrund der Umstellung bei Panini konnte ich jetzt im Februar das nicht machen mit dem Januar und habe dann schon angekündigt, auch aufgrund, weil ich ja so viel vom Secret Wars gemacht habe, dass ich jetzt im März, was ja jetzt ist, heute ist der 3.3., entsprechend dann auch den Januar nachholen werde und die wichtigen Veröffentlichungen einfach zusammenfassen werde. Ergo ist das hier wahrscheinlich der bisher längste Nerdhurt-Podcast. Aber das weiß ich natürlich noch nicht, weil ich fange erst gerade an zu reden. Also, starten wir. Und ich habe einen ganzen Batzen Comics hier vor mir liegen. Also einen Großteil der Veröffentlichungen aus dem Januar und einen Großteil der Veröffentlichungen aus dem Februar, die mir wichtig sind. Und dementsprechend gehe ich einfach mal alles durch und habe das jetzt so sortiert, dass ich erst immer DC mache, also DC aus dem Januar, dann mache ich Marvel aus dem Januar, dann mache ich DC aus dem Februar und dann mache ich Marvel aus dem Februar, ja? Das ist das System. Wir fangen an mit die neue Suicide Squad Special 1 und bei Special 1 lese ich einfach ganz kurz vor, was hier auf der ersten Seite steht. Ich werde wahrscheinlich auch beide zusammen reviewen, aber das mache ich nachher nochmal in einem genaueren Überblick. Es ist soweit. Die Suicide Squad, die härteste Anti-Heldentruppe aus der Welt von Batman und Superman, hat ihre eigene deutschsprachige Heftserie. Bisher gab es die super mörderischen Missionen der Task Force X im Megaband, dann als Zweitserie in den monatlichen Justice League Heften und anschließend in Sammelbänden. Jetzt also die Premiere mit Erstveröffentlichung in einem Heft, das einzig und allein der Squad gewidmet ist. Dieses erste von zwei dicken Sonderheften präsentiert eine komplette Storyline der US-Serie New Suicide Squad aus dem neuen DC-Universum. Damit Autor Tim Seeley und Zeichner Juan Ferreira ein neues Kreativteam übernimmt und eine frische Storyline startet, kann hier jeder einsteigen. Niemand muss wissen, dass die Truppe um Harley Quinn und Co. zuletzt von Vic Sage und Black Manta verraten wurde. Seeley versammelt in einer einsteigerfreundlichen Story wie gehabt ein Team, das aus Häftlingen der unterirdischen Strafanstalt Bell Reef besteht, die sich auf brutale Geheimmissionen unter Aufsicht von Regierungsagentin Amanda Waller rehabilitieren sollen. Damit sie nicht aus der Reihe tanzen, bekamen die Mitglieder der Squad Mikrobomben implantiert, die Waller jederzeit aus der Ferne zünden kann. Hier enthalten sind die New Suicide Squad Hefte 17, 18 und 19 und dementsprechend führt man das fort, was man ja auch in den größeren Bänden jetzt schon hat. Jetzt muss ich gerade mal gucken, das nächste, was ich hier gleich habe, ist nämlich auch New Suicide Squad und das müsste ja entsprechend dann davor sein. Genau, hier haben wir nämlich New Suicide Squad 9, 10, 11 und 12 und ich glaube, dass die New Suicide Squad Katana dann entsprechend der Abschluss dessen ist. Ja, das also die New Suicide Squad Special 1 von 2. 2 von 2 kommt nachher und wir machen weiter mit die neue Suicide Squad, nämlich den Paperback Monster. Und das ist die neue Suicide Squad Paperback 2. Dementsprechend ist es ein Backcover und dementsprechend hat es ein Backcover, so muss ich sagen, und das lese ich euch vor. Ein absoluter Lesespaß, besonders für Neueinsteiger geeignet, sagt Geeked Out Nation. Über 130 Seiten, bisher Sean Ryans beste Arbeit und das gilt auch für die starken Zeichnungen von Phil Bryans, sagt Batman News dazu. Verrat in den eigenen Reihen. Die Suicide Squad ist ein Sonderkommando von verurteilten Superschurken, die für Hafterleichterung die blutigsten und selbstmörderischsten Missionen für die US-Regierung durchführen. Nun sollen Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und Konsorten im Nahen Osten eine Terrororganisation infiltrieren, die mit geraubten Superschurkenwaffen gegen die freie Welt zu Felde ziehen will. Der Plan scheint zunächst aufzugehen, doch dann entpuppt sich ein Mitglied der Squad als sehr empfänglich für die fanatischen Ideen der Terrorliga. Die komplette Storyline Monster aus den US-Heften New Suicide Squad 9 bis 12 und Suicide Squad Annual 1 in einem Band mit den Schurken des erfolgreichen Kinohits. Dementsprechend geht's also da weiter und ja, ich glaube, dass Katana, also die neue Suicide Squad Katana, das ist dann der Sonderband 3, dann entsprechend die neue Suicide Squad bei Panini abrundet. Erstmal möchte ich mich ganz kurz entschuldigen, dass ich ein bisschen nasal rede. Das ist auch der Grund, warum ich letzte Woche nicht unbedingt was aufnehmen wollte, denn ich bin eigentlich schon eine ganze Weile jetzt erkältet. Aber ja, ihr hört das, ne? Es ist immer so ein bisschen Schnippel-Schnippel. Aber ich wollte unbedingt jetzt an diesem Wochenende, also ich wollte nicht zwei Wochenenden in Folgen jetzt nichts raushauen. Aber dafür entschuldige ich mich, dass ich heute so ein bisschen, doll angeschlagen bin, vielleicht sogar. Wenn ich gleich mit dem Januar durch bin, erzähle ich euch noch ein bisschen was weiteres, was jedes Sammlerherz und jedes Comic-Fanherz brechen lassen wird. So, also zweimal DC aus dem Januar,
Dann haben wir entsprechend Marvel und da geht's los mit, auf dem Cover steht, auf welcher Seite stehst du? Fragezeichen. Marvel 1 von 8, Februar 2017, unterstrich Civil War 2. Ja, muss ich noch mehr erzählen? Ich glaube eigentlich nicht. Ich freue mich riesig auf den eigentlich der dritten Civil War, habe ich euch schon erklärt, ne? Ist ein bisschen kompliziert. Denn wir hatten ja durch den Secret Wars in der Avengers Storyline hatten wir ja ebenfalls einen weiteren Civil War, der ja jetzt auch als Paperback im März bei Panini Comics Deutschland erscheinen wird. Und dementsprechend ist das ja hier eigentlich Civil War 3. Ja? Bloß dass der Unterschied zu dem anderen Civil War aus den Avengers Secret Wars, aus dem Story Arc dort, ist halt, dass dort der Civil War 1 nie geendet hat. Dementsprechend ist Civil War 2 völlig korrekt. Und ja, dementsprechend will ich euch gar nicht irgendwie groß was vorlesen, denn wenn ich dir mit dem Secret Wars durch bin, irgendwann mal, dann werde ich euch auf jeden Fall auch den Civil War in Gänze rezensieren. Ja, deswegen lese ich euch dort gar nicht was vor. Hier jetzt Heft 1, nachher kommen noch Heft 2 und 3, die dann im Februar erschienen sind. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Cover ist übrigens, kurz überlegen, Captain Marvel und Iron Man. Ja. Und dann haben wir auf Captain... Ah, ja, ich will euch gar nichts vorwegnehmen. Nein, ich erzähle nichts. So, weiter mit Marvel, Doctor Strange 2 und dementsprechend die letzten Tage der Magie Teil 1 von 2. Erstmal das Backcover. Das könnte die wildeste und fantasievollste Marvel-Geschichte aller Zeiten sein. Schreibt Comic Converse auf über 100 Seiten. Nein, schreibt nicht Comic Converse auf über 100 Seiten, sondern das Comic hat über 100 Seiten. Die letzten Tage der Magie. Ihr interdimensionaler Kreuzzug zur Ausrottung aller Magie führt die mysteriösen Empiricul auf die Erde. Ihr Angriff ist überall zu spüren, bei Dr. Voodoo in New Orleans, bei Magic von den X-Men und bei Mahatma Doom auf der chinesischen Mauer und natürlich innerhalb des wundersamen Sanctum Sanctorum, meine Güte, dem Refugium des obersten Zaubers Dr. Strange. Auch der Meister der Magie wird heftig von den mörderischen Empiricul attackiert, denn für die Feinde aller Magie ist Strange lediglich ein sündiger Meister des Perversen, der keine Gnade erwarten darf. Ein spektakulärer neuer Band um Dr. Strange und die Magier des Marvel-Universums, großartig in Szene gesetzt von Top-Autor Jason Aaron, Zeichner Chris Bachalo und anderen. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich habe euch gar nicht erzählt, was die anderen die anderen drei Geschichten kosten. Civil War kostet 4,99. Der Sonderband von der neuen Suicide Squad Monster kostet 14,99. Und die neue Suicide Squad Special kostet 5,99. So, das haben wir also rund. Also Doctor Strange, ich habe euch ja den ersten Band dieser Reihe schon reviewed, dementsprechend habe ich auch angekündigt, mir gefällt die Geschichte sehr gut, ich werde es weiter rezensieren, dementsprechend will ich euch gar nicht weiter was dazu erzählen, denn ich werde es definitiv noch machen. Etwas, was ich ebenfalls schon gemacht habe und mir jetzt eigentlich nur noch ins Regal stellen wollte, weil es aber viel schöner aussieht als in Heftform, ist das Paperback zu Der Tod von Wolverine und ja, ich hätte mir zwar tatsächlich ein anderes Cover gewünscht. Ich hätte das gedreht. Also, wir haben auf der Rückseite dieses Cover, wo der Tod Wolverine in den Armen hält und trägt. Und auf dem Frontcover ist es der erste Band. Und mir hätte als Sammelband-Cover, hätte mir tatsächlich die Rückseite des Comics besser gefallen für das Cover. Aber gut, im Regal sieht man es eh nicht. Es steht ja hochkant und ja, dazu gleich noch ein bisschen was. Also, erstmal Backcover. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Eine Wolverine-Story, die niemand verpassen sollte, schreibt Comicvine. Über 120 Seiten. Das letzte Gefecht von Wolverine. Für den Mann namens Logan ist der Tod kein Unbekannter. Über Jahrzehnte hat der nahezu unsterbliche Krieger unzählige Feinde unter die Erde gebracht. Er sah geliebte Menschen, Freunde und Gefährten sterben. Doch dieses Mal klopft der Sensenmann an seine Tür. Die Jagd ist eröffnet. Ohne Heilfaktor, nicht mehr in der Lage, jede Verletzung zu überleben, muss sich Logan eine Horde Kopfgeldjäger erwehren. Aber wer hat die Belohnung auf ihn aufgesetzt? Sein Erzfeind Sabertooth, Ex-Frau Viper oder jemand Weitstürmeres? Als Logan erkennt, dass ihn seine mysteriöser Gegenspieler lebend braucht, geht er in die Offensive. Zurück in der Rolle des Jägers beschließt Wolverine, das Ende so zu begrüßen, wie er immer gelebt hat. Kämpfend, bis zum letzten Atemzug. Marvels neue Allzweckwaffe Charles Soule und Zeichnerstar Steve McNiven erzählen die Story, die keiner für möglich hielt, erstmals komplett in einem Sammelband. Ja, wie gesagt, habe ich für euch reviewed, gab es in zwei Heften bei Panini Comics Deutschland. Ganz großartig darauf gab es ja dann auch die Geschichte mit den Wolverines.
Und dann haben wir ja inzwischen auch einen neuen Wolverine, was ich euch ja auch schon angefangen habe zu reviewen und auch weitermachen werde. Der zweite Band, eine schrecklich nette Familie, ist auf jeden Fall vorgesehen für nach meiner Secret Wars-Reihe. Vielleicht auch mal zwischendurch, um ein bisschen aufzulockern, dass ich nicht nur Secret Wars mache, ja. Tod von Wolverine war großartig. Verlinke ich euch hier mit in der Ausgabenbeschreibung, wenn ihr das hören wollt, das Review, die Rezension dazu. Könnt ihr gerne dann einfach mit Klick ausführen. Da am besten auch die Webseite wrestling-talk.de/nerdhurt. Da habt ihr eine Auflistung aller bisherigen Comics, Comic-Reviews von mir, die ich gemacht habe. Sowohl hier im Nerdhurt als auch in den beiden anderen Podcast-Formaten, also Radio Nerd Culture und Chase Culture Club. Ja, dann haben wir jetzt hier den nächsten, das ist Spider-Man Web Warriors und dort ebenfalls der zweite Band, genauso wie Doctor Strange, habe ich auch den ersten Band schon reviewed, verlinke ich euch ebenfalls. Spider-Man Web Warriors 2, Zerfallendes Netz, ist eine Finalausgabe, dementsprechend abgeschlossene Story in zwei Bänden. Backcover, weiterhin eine spaßige Erkundung des Multiverse, schreibt Superior Spider-Talk. Das Ganze für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, über 120 Seiten, 6 US-Hefte. Chaos im Spider-Verse. Spider-Girl, Spider-Man Noir, Spider-Gwen, Spider-Ham und andere Parallelwelt-Netzschwinger sind die Web-Warriors. Sie springen durch alle Welten und Realitäten des Multiverse und beschützen die vielfältigen Erden vor jeder Gefahr. Etwa einem apokalyptischen Angriff durch Venom-Symbionten. Doch auch die Feinde der Punk-Version von Spidey und des Arachno-Fighters-Roboters machen reichlich Ärger. Außerdem ist die Gefahr durch die interdimensionale Elektro-Armee noch nicht vorüber und so wird das Netz von Leben und Schicksal erneut unter Strom und in Brand gesetzt. Neue Mission für das Netzschwinger-Team aus dem Spider-Man-Epos Spider-Verse, geschrieben von Mike Costa und dem Artwork von David Baldion, Jay Foskett und anderen. Jay Foskett, habe ich gar nicht auf dem Radar. Mike Costa für Spider-Verse Sonderband zuständig. David Baldion für Scarlet Spider. Oh ja, Scarlet Spider war gut. Und Jay Foskett für Rocket Raccoon und Groot. Habe ich auch hier zu liegen, habe ich noch nicht gelesen, tatsächlich. Ja, ich habe den ersten Band dazu reviewed, dementsprechend mache ich es rund und werde auch diesen rezensieren. Hat mir gut gefallen, war nicht ganz so gut wie Spider-Verse selbst, habe ich ja im Review gesagt. Aber immer noch richtig, richtig gut. So, wir sind weiter bei zweiten Ausgaben und dementsprechend haben wir jetzt Guardians of the Galaxy und die neuen X-Men, der schwarze Vortex 2. Und das ist halt in dieser Paperback-Form gemacht, die mal die Panini ja hier für uns parat hält, dass wir einheitliche Backcover haben. Und ja, die neuen X-Men und auch die Guardians of the Galaxy haben ja diese Paperback-Reihen von Marvel Now gehabt. Oder haben sie immer noch, läuft ja jetzt gerade aus alles. Und dementsprechend hat man das hier fortgeführt, dass man das in diesem Stil macht, was ich sehr, sehr schön finde. Also, über 180 Seiten. Insgesamt jede Sekunde eurer Zeit und jeden Cent eures Geldes wert. 5 von 5 Punkten, schreibt Kaboom. Für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ja, erstmal das Backcover. Jäger des verlorenen Artefakts. Ewig war der mächtige schwarze Vortex verschollen. Jetzt ist er wieder aufgetaucht und alle sind hinter ihm her. Während seine erste Besitzerin Gara geschworen hat, das uralte Artefakt zu vernichten, will es die oberste Intelligenz der Kree für den Rest des Kosmos verwahren. Für Mr. Knife und Tane ist der mystische Spiegel ein Mittel, das ihnen die Herrschaft über das All zu Füßen legt. Deshalb hat Star-Lord die Guardians mit Captain Marvel, Nova und den X-Men vereint, um den Vortex vor dem Zugriff seines Vaters und Thanos Sohn zu schützen. Doch er ahnt nicht, mit welcher Brutalität und Vehemenz diese beiden ihren Plan verfolgen. Als auch noch eine dritte dunkle Macht das Schlachtfeld betritt, sind die Helden gezwungen, ihren letzten Trumpf auszuspielen. Wird ihr Opfer die diabolischen Verbündeten stoppen? Das Finale der Vortex-Saga packend erzählt von einem Who's Who der aktuellen amerikanischen Comic-Szene. Ich werde definitiv beide Paperbacks in einem, ja, dann wahrscheinlich XXL-Podcast rezensieren. Wann, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall geplant, down the road, ja. Ihr habt ja jetzt gemerkt, ich habe ja viele Erstlies auch noch gemacht und die sind ja zum Teil auch schon über ein halbes Jahr her gewesen. Wenn der schwarze Vortex sich ein Jahr verzögert, seid nicht böse, aber ich mache es definitiv, ja. So, letztes Januar-Comic von Marvel ist dann ebenfalls ein Marvel Now Paperback und zwar von den Avengers, Ausgabe 8, Das Ende naht. Kosmische Zerstörer. Die Shield Avengers von Steve Rogers und der Heldengeheimbund der Illuminati um Black Panther und Reed Richards vertagen ihren Konflikt, um gemeinsam gegen die Kabale vorzugehen und Thanos und Co.
davon abzuhalten, noch mehr Welten zu vernichten. Gleichzeitig rückt die Stunde des Untergangs von allem immer näher. Auch im ultimativen Universum und im mächtigen außerirdischen Imperium der Shi'ar wird man sich bewusst, was für eine Gefahr vom Schicksal der Marvel-Hauptwelt ausgeht. Und während Dr. Doom weiter in die Geheimnisse der Realität vorstößt, kehrt ein verschollen geglaubter Avenger aus den Tiefen des Multiverse zurück mit Antworten über den großen kosmischen Zerstörer und darüber, wie alles miteinander zusammenhängt. Dieser Marvel Now Sammelband der epischen Avengers-Saga von Star-Autor Jonathan Hickman, ich zieh meinen Hut, und Top-Zeichnern wie Mike Diodato und Stefano Caselli bringen das Marvel-Universum seiner finsteren Stunde immer näher. 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, über 130 Seiten. Dazu schreibt comicbookresources.com: Hickman setzt auf große Momente und Schocker. Muss ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich habe euch die Story bis hin zum Secret Wars Review, dementsprechend habe ich das hier in Heftform für euch rezensiert. Und es war einfach nur verdammt gut. Ich habe das jetzt im Secret Wars schon häufiger gesagt, man kann nicht immer alle Konklusionen oder Verbindungen, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, sofort erkennen, aber während des Secret Wars macht alles Sinn, was Hickman in dieser seiner Avengers-Geschichte alles so fabriziert hat. Ganz, ganz großes Kino. So, das war der Januar, aber noch nicht ganz, denn ich mache euch auch, sage euch auch noch, was es noch gibt, denn, wie gesagt, Panini hat ein bisschen umgestellt mit der Bemusterung und sowas und ich habe auch noch nicht alle nachgekauft, die ich dann entsprechend nicht bekommen hatte. Dementsprechend fehlen ein paar mir wichtige Comics aus dem Januar, habe ich angekündigt, ist aber alles halb so wild. Freue mich ja, dass das trotzdem alles so klappt und dementsprechend will ich euch trotzdem sagen, was ich als weitere Empfehlungen aus dem Januar noch so, vorrätig habe, möchte ich sagen, habe ich eine kleine Liste mir angelegt hier. Und zum einen ist das Fables The Wolf Among Us 4, Spiel von Telltale Games, ganz großartiges Kino und dann entsprechend aus dem Fables-Universum weitergeführt und The Wolf Among Us geht in die vierte Runde, ja. Dann haben wir Comics, die ich euch auf jeden Fall reviewen möchte, dementsprechend hoffe ich auch, dass ich die noch irgendwie mal bekomme, vielleicht für einen schmalen Taler auf eBay oder so. Black Panther 1, muss ich nicht erklären, Panther muss ich kaufen, weil Panther ist mein Lieblings-Marvel-Held, ja. Also einer meiner Lieblingshelden. Lieblings ist immer so schwierig, also, aber definitiv einer meiner absoluten Lieblingshelden. Dann haben wir Contest of Champions 2, ebenfalls Finalband. Contest of Champions 1 habe ich euch reviewed, ja. Carnage 2, Carnage 1 habe ich reviewed, wird fortgeführt. Hulk 2, Hulk mache ich seit der letzten Reihe schon und ich werde auch diese hier mit Amadeus Cho werde ich weiter besprechen. Also Hulk 2. Und dann haben wir einen Marvel Now Paperback mit Iron Man, und zwar in der fünften Runde. Und wir haben den Suicide Squad Katana Band, was ich eben meinte, dann kann es aber eigentlich doch nicht die Fortsetzung von der New Suicide Squad sein. Dann muss das noch irgendwo anders auftauchen, der Rest. Und dann haben wir Batman Killing Joke, ein tödlicher Witz, Neuauflage aufgrund der Filmveröffentlichung. Ja, also wer den Film noch nicht gesehen hat, ich finde das Comic einfach besser. In dem Fall ist es komisch, weil Film und Comics sich natürlich eigentlich 1:1 gleich sind, aber tatsächlich gefällt mir in dem Fall das Medium Comic besser. Kann das gar nicht richtig erklären. Ist einfach irgendwie, hat mir der Film dann doch nicht so gefallen. Vielleicht weil man es einfach schon kennt. Ich habe das ja auch mehrfach gelesen schon. Und ja, es ist wie es ist. So, das ist also der Januar bei Panini Comics Deutschland gewesen und jetzt braucht ihr alle mal ein Taschentuch. Also ich habe ja meine Nase, aber ich habe meine Nase, ist auch gut, ne? Ich habe nämlich vor 3 Wochen ist mir etwas passiert, was jedem Comic-Fan oder jedem Sammler das Herz brechen wird, denn mein Comic-Regal ist in sich zusammengebrochen. Nachts um, keine Ahnung, 4, ich kam gerade vom Wrestling, und ich war um 1 oder so war ich heime, 1:30 irgendwie, hab mich hingelegt, wollte ein bisschen schlafen noch, weil ich dann nächsten Tag gleich wieder los musste, wieder nach Berlin, wieder zum Wrestling und es ist irgendwie 4 und es gibt einen lauten Knall, ich stehe im Bett, brrm, ja, wie aus Comics, wie man das kennt, also in dem Fall animierte Comics, wenn dann irgendwelche Charaktere im Bett stehen, so brrm, ja, stand ich im Bett und ich wusste sofort, was passiert ist, lautes Kabums, ja, der Schrank hat sich einfach mal in alle möglichen Himmelsrichtungen geteilt und hat sich überlegt, ach du, ich verteile mal die ganzen Comics im ganzen Raum. Ja, okay. Scheiße. Ja. Alles auseinandergebrochen, der Schrank halt Matsch, nach unten hin die Bretter halt von oben nach unten durchgebraddelt und die Comics dann einfach immer rausgeschossen sozusagen durch den Raum durch und alles durcheinander und Hilfe. Naja. Jetzt habe ich seit letzte Woche mit dem Kumpel wieder aufgebaut, wieder Regale und jetzt bin ich halt entsprechend dabei, entweder an diesem Wochenende oder im Laufe der nächsten Woche alles wieder neu zu sortieren, neu einzuräumen und
wieder etwas Ordnung reinzukriegen und das Ganze hoffentlich glimpflich ausgehen zu lassen. Ich, ja, jetzt aktuell liegen meine ganzen Comics, was echt viele sind, einfach nur im Schlafzimmer gestapelt übereinander. Das heißt entsprechend dort eine relativ große Aufgabe für die nächsten Tage, da entsprechend ein System reinzukriegen. Das ist übrigens auch die Erklärung zusätzlich zu dem, dass ich krank war, warum letzte Woche kein Comic, keine Comic-Rezension da war, denn es waren andere Aufgaben zu tun. Ich musste ein bisschen durch die Gegend fahren, neue Möbel kaufen und ja, und dazu halt noch das Ganze alles aufbauen und ein bisschen Sortierung reinkriegen. Und wie gesagt, krank war ich auch noch. Also ja, deswegen also letzte Woche keine Comic-Rezension von mir, aber ich denke, alles halb so wild. Dementsprechend ja jetzt an diesem Wochenende gleich mal ein XXL-Podcast, ja. Ob ich morgen einen mache, weiß ich noch nicht. Wenn ja, wird's sehr wahrscheinlich Deadpool aus dem Secret Wars. Also Deadpools Secret Wars. Und wenn nicht, dann starte ich nächste Woche wieder voll durch mit den Rezensionen. Dann auf jeden Fall auch mit Deadpool. Und dann geht's weiter mit Hulk und Wolverine und also Old Man Logan. Und alles weitere. So, dann also Februar 2017 bei Panini Comics Deutschland, genauso wie eben erstmal DC Comics. Und da haben wir die neue Suicide Squad 2 von 2 aus dem März 2017. Also für den März 2017 die neue Suicide Squad Special. Und enthält dementsprechend die Hefte New Suicide Squad 20, 21 und 22. Und dementsprechend glaube ich auch tatsächlich den Abschluss dieser Reihe. Genau, denn hier steht nämlich schon am 7. März auf der Rückseite dann, ne, für die Marvel-Depesche. Ist das, heißt das noch Marvel-Depesche? Hier heißt es nicht Marvel-Depesche. Ne, ist ja auch nicht, kann ja auch nicht, kann ja nicht Marvel-Depesche heißen, ist ja nicht DC-Comic. Bah, schwarz, ey, du Keule. Egal, also Suicide Squad Rebirth Special, denn DC-Universum startet ja neu mit dem Event Rebirth oder DC Rebirth und dementsprechend ist dann die neue Suicide Squad abgeschlossen. Das heißt, ich muss mich mal informieren, wo die restlichen neuen Suicide Squad Comics enthalten sind. Wenn ihr es schneller wisst als ich, gerne die Kommentare missbrauchen. Dann haben wir Batman The Dark Knight 3, 6 von 9 und ist noch eingespeist, lasse ich auch zu, aber da gibt es eine Rückseite und da steht Tödlicher Tanz im grünen Regen. Heißt der Ua oder Kua? Jetzt kann ich gar nicht lesen so richtig. Ist noch die Folie drüber. Ich glaube, der heißt Kua. Und seine Superarmee aus der Flaschenstadt Kandor überfallen. Das ist echt schwer zu lesen mit der Folie noch hier drüber. Batman statt Gotham City. Doch ein mit synthetischem Kryptonit versetzter Regen schwächt die kryptonischen Angreifer. Endlich können der dunkle Ritter, Superman und ihre Verbündeten zurückschlagen und haben sogar die Chance, den Krieg um die düstere Zukunft des DC-Universums zu gewinnen. Doch der grausame Qua und seine Gefolgsleute sind noch nicht besiegt und so wird auch diese Schlacht ihre Opfer fordern. Außerdem, Supermans Tochter Lara tritt nicht nur Batgirl, sondern auch ihren eigenen Mutter Wonder Woman gegenüber. Stopfst du ihm das Maul oder soll ich? Extra mit Minicomic im Comic. Ganze für 4,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Sobald mal irgendwann die Dark Knight-Reihe komplett ist, werde ich mich dann auch ransetzen, das ganze Ding zu rezensieren. Ist auch ein Mammutprojekt eigentlich. Aber will ich machen, weil ich nach wie vor denke, dass diese ganze, also was heißt ich denke, denken ja viele, dass diese ganze Dark Knight-Reihe, die beiden ursprünglichen Dark Knight-Serien, die Rückkehr des dunklen Rächers, mit zu den Besten gehört, was in dem ganzen Batman-Universum jemals passiert ist. Dann habe ich einen weiteren Batman-Paperback und zwar ist es der 8. Das ganze Ding heißt super schwer. Über 200 Seiten. Diese Ausgabe ist ein Hit, schreibt The Latest Poll. Der neue Batman, noch finsterer, noch härter. Batman ist angeblich tot, doch ohne einen Beschützer mit dem Fledermauszeichen wäre die Stadt Gotham City verloren. Und so schickt man einen neuen dunklen Ritter in die schmutzigen Straßen und finsteren Gassen der düsteren Metropole. Hochgerüstet, schwer bewaffnet und mit der ganzen Macht des Gesetzes im Rücken. Geschrieben von den Bestseller-Autoren Scott Snyder und Brian Azzarello und in Szene gesetzt von den Superstars Greg Capullo und Jock. Dazu schreibt Comic Booked, seit Loeb und Lee sind Snyder und Capullo wirklich das beste Kreativteam bei Batman. Und Hiro Taku schreibt, Snyder und Capullo zaubern hier eine wundervolle Geschichte. Das Ganze ist für 17,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ja, wenn ich eben gesagt habe, dass die Dark Knight-Reihe eine der besten ist, Batman Eternal war phänomenal. Und diese Batman-Geschichte ist es ebenso. Ja, habe aber nur Ausschnitte gelesen, muss ich zugeben. Aber hole ich alles nach, sobald sich dann immer mal so die Zeit ergibt und Stück für Stück dann mal so
Ja, ich habe so viel angefangene Comics auch inzwischen. Kennt ihr das? Lest ihr selber Comics einfach durch oder packt ihr euch mehrere hin, die ihr dann mal anfangen wollt und lest vielleicht auch nie zu Ende und fangt irgendwo mittendrin an oder keine Ahnung, irgendwas? Wie lest ihr eigentlich eure Comics, wenn ihr so viele habt? Dann habe ich die offizielle Vorgeschichte zum Videogame Batman Arkham Knight und dort ist es auch das dritte Heft, das heißt auch, aber es ist das dritte Heft, Batman Arkham Knight 3. Und der Comic zum Videogame-Hit. Die Story ist voller Action, Humor und großartiger Charaktere. Und die Zeichnungen von Viktor Bogdanovich sind einfach unglaublich, schreibt Weird Science. 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und wie immer erstmal das Backcover. Der dunkle Ritter in der Falle. Batman jagt den verrückten Calendarman und geht seinem Feind in die Falle. Jetzt ist der dunkle Ritter ein Gefangener und er muss kämpfen, Stunde um Stunde, Minute für Minute, 7 Tage lang gegen eine Armee genmanipulierter Grundy-Monster. Und wenn er diese Woche des Schmerzes überlebt, fängt für ihn der Albtraum erst richtig an. Die offizielle Vorgeschichte zum gleichnamigen Gamekracher, nicht nur für die Fans des Videospiels, sondern ein Comic, der jeden Batman-Fan begeistern wird. Geschrieben von Top-Autor Peter J. Tomasi, für Batman und Robin zuständig. Den ersten Band habe ich damals gelesen. Hab ich das rezensiert? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin aber bei den Spielen, bin ich gerade. Ich respiele gerade Arkham City. Und bin also noch weit entfernt von Arkham Knight. Ja, da kommt ja noch Origin dazwischen, dann kommt hier dieser Side-Scroller auch im Origin-Universum und dann kommt ja erst Arkham Knight. Also, bis ich bei Arkham Knight bin, vergeht noch eine Weile. Deswegen wollte ich auch nicht unbedingt mir jetzt was wegnehmen von der Geschichte, deswegen lese ich die noch nicht. Aber sobald ich mit den Spielen aktuell bin, werde ich auch das alles rezensieren. Das also DC, ja, jetzt Marvel für den Februar 2017 und die ersten beiden Hefte, die ich habe, könnt ihr euch schon wieder denken, steht ganz groß Civil War drauf auf dem ersten. Auf dem ersten, der Krieg beginnt und auf dem zweiten, Iron Man dreht durch. Hefte 2 und 3 entsprechend von 8 der fortlaufenden Secret Wars 2-Reihe. Ganz groß. Ich finde die Cover schon so super geil, ne? Also, Hilfe, freue ich mich da drauf. So, lege ich beiseite. Habe ich gesagt, rezensiere ich einzeln. So, Old Man Logan, Grenzstadt. Old Man Logan 2. Nein, ich wollte gerade sagen, habe ich reviewed, habe ich nicht. Nein, ist noch auf meinem Plan, denn für nächste Woche, also je nachdem, wie ich vorwärts komme mit Deadpool und überhaupt, die erste Old Man Logan Geschichte. Ach nein, das ist ja noch ein Secret Wars Old Man Logan. Ist ja gar nicht der, den ich hier in der Hand halte. Naja, egal. Gucken wir dann nochmal drüber. Auf jeden Fall werde ich auch diesen Old Man Logan reviewen, weil ich Old Man Logan einfach großartig finde. Oder fand bisher, muss ich ja sagen. Ich habe das ja noch nicht gelesen. Erstmal das Backcover. 12,99 bei Panini Comics Deutschland, paninicomics.de zu erhalten. Roter Schnee. 9 Monate im Jahr ist der trostlose kanadische Ort Kilhorn Falls vom Rest der Welt abgeschnitten. Eine kalte und düstere Grenzsiedlung nahe Alaska, wohin sich fast nie eine Menschenseele verirrt. Als ein fremder alter Mann namens Logan auftaucht, bleibt das nicht unbemerkt. Vor allem von jenen, die mit dem einstigen Wolverine noch eine Rechnung zu begleichen haben. Und plötzlich steht alles auf dem Spiel, was dem einsamen Wolf lieb und teuer ist. Mit dem Rücken zur Wand und ohne Möglichkeit zur Flucht muss Logan die Bewohner, ja genau, so heißen die Bewohner des Dorfes und seine eigene Haut retten. Denn eine Übermacht alter Feinde ist entschlossen, ein Blutbad anzurichten. Außerdem, Logan erinnert sich an die Nacht, als die Helden starben. Jeff Lemire und Andrea Sorrentino führen den gealterten X-Men aus der Zukunft in gefährliches Terrain und ungeahnte Gefilde. Eine umwerfende Hommage an die großen Klassiker des Western, brutal und rührend, archaisch und postmodern zugleich. Dazu schreibt Newsarama, die ultimative Verknüpfung mehrerer verschiedener Genres, die eigentlich als unvereinbar galten. 100 Seiten, 4 US-Hefte, ich freue mich drauf. Ja, Old Man Logan, wenn wir jetzt aktuell gucken, also ja, heute ist der dritte, für euch morgen ist der vierte, dritte, wenn ihr es direkt am Release-Tag hört. Gestern startete Logan im Kino und dementsprechend ist natürlich auch sinnvoll. Marvel haut jetzt im März auch noch ein Wolverine-Special raus zum Film. Das entsprechend mache ich für euch dann Anfang April, wenn ich euch zeige, was der März so bei Panini gebracht hat. Wenn ihr ins Kino geht am Wochenende, wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ich gehe wahrscheinlich nächste Woche. Ist noch alles ein bisschen unsafe, aber geplant ist es auf jeden Fall. Ich muss den Film auf jeden Fall im Kino gucken, denn ich habe schon Lego Batman verpasst. Ja, genau, traurig. So, weiter. Und zwei vom selben Schlag in dem Fall, nämlich Erstis. Ich liebe Erstis, wisst ihr. Und zum einen haben wir Moon Knight und zum anderen Black Widow. Ich fange mit Moon Knight an.
Moon Knight 1, willkommen in Ägypten. Ich mag ja diese Aufmachung, ne? Ich habe das ja schon mal erklärt. Ursprünglich war das ja auch für die Damen des Marvel-Universums dann gedacht. Und dann kamen das Stück für Stück weitere dazu. Wie Howard und wie Moon Knight und wer ist noch bei? Punisher hat auch diese Auflage, also diese Art von Dings. Es ist wie damals die 100% Marvel-Comics, diese halt klappbar. Vorne hast du die Cover, hinten hast du weitere Empfehlungen und dann entsprechend noch was zum Autor. Also ganz, ganz großartig. Ich liebe diese Art von Comic, diese Gestaltung des eigentlichen physikalischen Heftes. War richtig. Also das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics erhältlich. Göttlicher Wahnsinn. Mark Spector hat schon immer heftige psychische Probleme. Trotz allem kämpfte er nach seiner Rückkehr aus dem Reich der Toten als weißgekleideter Antiheld Moon Knight, als maskierter Detektiv Mr. Knight und als Avatar des altägyptischen Gottes Khonshu für das Gute. Doch oder vielleicht doch nicht. Was, wenn er sich alles das bloß eingebildet hat? Was, wenn er sich das alles bloß eingebildet hat? Ja, man muss auch richtig lesen können, schwarz. Jetzt sitzt Spector nämlich in einer geschlossenen Anstalt und wird von den Pflegern misshandelt. Aber wenn seine Taten als Mondritter und seine Gespräche mit Khonshu wirklich nur eine Wahnvorstellung sind, wieso sieht er in anderen Insassen dann frühere Weggefährten und im skrupellosen Personal die Diener feindlich gesinnter, seelenfressender Götter? Der intensive, fesselnde Start der neuen Moon Knight Saga, geschrieben von Jeff Lemire und mit Artwork von Greg Smallwood und anderen. Wie gesagt, 16,99. Ich habe ja Moon Knight, den anderen Ersti von Moon Knight, der ja ebenfalls in dieser Art erschienen ist, habe ich ja für euch rezensiert. Und ich fand den Zeichenstil so großartig. Ich habe nicht weitergelesen danach. Aber ich freue mich auch hier drauf. Es ist ein Ersti, werde ich entsprechend machen. Frage ist nur, wann ich dazu komme, ne? Aber ist auf jeden Fall geplant. Erstis haben immer große Chancen, bei mir unterzukommen. Dann haben wir einen weiteren Ersti, und zwar Black Widow. Und das ganze Ding heißt Krieg gegen S.H.I.E.L.D. Auf der Abschussliste von S.H.I.E.L.D. Seit Jahren kämpft die ehemalige KGB-Killerin und versierte Meisterspionin Natascha Romanova alias Black Widow für das Gute. Als Mitglied von ruhmreichen Heldenteams wie den Avengers und als erfahrene Agentin der geheimen amerikanischen Regierungsbehörde S.H.I.E.L.D. half Natascha mehr als einmal dabei, die Welt zu retten. Doch so sehr sie sich um Wiedergutmachung bemüht, doch so sehr sie auch um Wiedergutmachung bemüht ist, meine Güte, vorher lese ich ihn auch dazu, jetzt überschlage ich es, egal. Ihre Vergangenheit als Auftragskillerin holt sie doch immer wieder ein. Diesmal sorgt die Konfrontation mit ihren alten Sünden dafür, dass Black Widow zu einer Feindin von S.H.I.E.L.D. wird und schließlich sogar ins Visier eines langjährigen Freundes und früheren Avengers-Kollegen gerät. Eine düstere, knallharte Spionagegeschichte aus dem brandneuen Marvel-Universum, geschrieben von Mark Waid und gezeichnet von Chris Samnee. 16,99 paninicomics.de, paninishop.de. Wird auch entsprechend rezensiert. Auch dort habe ich, muss ich überlegen, ich habe Elektra gemacht, Black Widow habe ich auch gemacht, den Ersti. Oder vielleicht sogar mehr, so weiß ich gar nicht. Elektra habe ich mehr gemacht. Habe ich bei Black Widow auch mehr gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall verlinke ich euch ja dann, wenn ich jetzt die Beschreibung alles fertig mache heute im Laufe des Tages, das verlinke ich euch alles, was ich bisher zu Black Widow gemacht habe. Da habt ihr dann, wenn ihr mehr haben wollt von Black Widow, dann kriegt ihr dann eine ganze Menge. So, jetzt habe ich noch zwei vor mir liegen und die sind pures Gold. Zum einen muss ich eigentlich gar nicht wirklich drüber reden. Habe ich das Paperback von Secret Wars? Ja. Ich habe irgendwie gehört, das habe ich schon so ein bisschen gemacht. Also ich bin ja gerade mittendrin in der Berichterstattung oder meiner Rezensionsreihe zum Secret Wars. Ja, ich habe ja schon angekündigt, ich bin ja da ein bisschen hinterher. Das heißt ein bisschen, bin ganz schön weit hinterher. Aber ich glaube, dadurch, dass ich es komplett mache, also alle Secret Wars, Tie-Ins und sowas, also versuche zumindest, ist es gar nicht so schlimm, dass ich ein bisschen hinterher bin, weil es einfach ein Riesen-Event ist, ein großartiger Event ist und entsprechend ist auch verdient, gecovert zu werden. Paperback zum Secret Wars Main Event, also dementsprechend die Heftserien, die neuen Hefte, die bei Panini monatlich erschienen sind, jetzt hier im Sammelband. Und dementsprechend gibt es einfach das Backcover. 19,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Über 300 Seiten. Und dazu steht dabei noch das Ende des Marvel-Universums. In Angesicht der Vernichtung aller Welten und Dimensionen treten die Avengers und ihre Verbündeten gegen die Armee aus dem ultimativen Universum an. Während die Helden sich eine gewaltige Schlacht liefern, löscht ein kosmisches Phänomen das Marvel-Multiverse aus.
Fortan gibt es nur noch Battleworld, einen neuen, aus den Resten des Multiverse zusammengesetzten Planeten, dessen Reiche verschieden ausgelöschte Realitäten nachempfunden sind. Hier herrscht Gottkönig Doom mit eiserner Faust, seinem vertrauten Sheriff Strange und der ebenso brutalen wie loyalen Thor-Polizeitruppe. Kaum einer von Dooms Untertanen kann sich daran erinnern, dass es einmal anders war. Nur ein paar wenige Helden kennen die Wahrheit und bedrohen Dooms Imperium. Das Meisterwerk Secret Wars von Top-Autor Jonathan Hickman und Ausnahmezeichner Esad Ribic komplett in einem Band. Dazu schreibt IGN, ein großartiges Meisterwerk und eines der besten Marvel-Events aller Zeiten. Ich schließe mich an, ich ziehe wieder meinen Hut, ich mache es viel zu oft, aber man kann es nicht oft genug machen. Bin mittendrin. Wie gesagt, geht weiter alles bei mir, muss ich nicht weiter zu sagen. Wer sich das ganze Ding ins Regal stellen will, sieht einfach viel geiler aus, wenn das ein Backcover richtig hat als eine Heftserie. Dann jetzt zuschlagen, das ganze 1999, euer Geld war nie besser angelegt. Großartiges Event. Und dann habe ich noch ein Hardcover, und zwar nachdem ja, jetzt muss ich überlegen, Ende letzten Jahres, September oder Oktober, schon die Mark Miller Collection gestartet ist mit Wanted. In der ersten Auflage gibt es jetzt Mark Miller Collection Ausgabe 2 und das ist Wolverine und zwar Staatsfeind. Ja. Es sieht einfach hammer gut aus. Ich wollte jetzt nicht geil sagen, aber da machen Comics einfach Spaß. Ich blätter einfach hier etwas, ne? Das, so hört sich das an, wenn man einmal durchblättert. Das ganze Ding ist natürlich ein bisschen teurer, aber wer eben auch auf, wie sagt man denn, auf Auge steht, ja, und sich sowas gerne ins Regal stellt, bei dem ist genau wie eben schon gesagt beim Secret Wars das Geld richtig gut angelegt. Das Ganze kostet 29,99 bei Panini Comics Deutschland und Backcover gibt es jetzt auch noch auf die Ohren und dann sind wir hier fast durch. Seine Erfahrung, seine Selbstheilungskräfte, sein unzerstörbares Skelett und seine scharfen Krallen machen Wolverine zur ultimativen Kampfmaschine unter den Marvel-Helden. Als Logan vom mythischen Ninja-Clan der Hand eine Gehirnwäsche verpasst bekommt, wird der X-Man mit dem Killerinstinkt zum Albtraum seiner früheren Freunde und Verbündeten und zu ihrem gefährlichsten, tödlichsten Gegner. Nun nämlich richtet er seine Krallen gegen die X-Men, Elektra, Daredevil, die Fantastic Four und Nick Furys geheime Regierungsbehörde S.H.I.E.L.D. Das komplette Wolverine-Epos von Star-Autor Mark Miller und Topzeichner John Romita Jr. in einem wuchtigen Gesamtband. Die Mark Miller Collection versammelt erstmals die größten Erfolge aus der Feder des Comic-Wunderkinds und Erfolgsautors Mark Miller in edlen Hardcover-Sammelbänden mit jeweils umfassendem Bonusmaterial. Ja. Hervorragend. Ganz, ganz großes Kino. Freue ich mich sehr darauf, das mal zu lesen. Wanted habe ich ja schon mal gelesen damals. Müsste ich mal gucken, ob ich das mal auch irgendwie reviewe. Oder ich mache mal irgendwann einen Sammel-Podcast mit der Mark Miller Collection. Euch das vorstellen. Dann, wie eben habe ich auch im Januar eben schon gemacht, ne, gibt es auch für Februar, dann all das, was ich nicht habe, also noch nicht habe. Und es geht nicht gerade auf die Zeit, es geht ja sogar noch. Ich habe schon längere Podcasts gehabt, aber gut, ich bin noch nicht durch. Also, wir haben noch drei weitere, die ich mir hier rausgesucht habe aus dem Februar. Zum einen sind es zwei Paperbacks aus dem Marvel Now, aus der Marvel Now-Reihe. Zum einen ist es Spider-Man 10 und zum anderen Deadpool 8. Und beim DC-Universum entsprechend kurz vor DC Rebirth haben wir Superman, die letzten Tage von Superman, die dann übergangslos ins DC Rebirth oder in die DC Rebirth Storyline übergehen. Hab ja schon mal gesagt, bin ich so der Superman-Fan, aber bestimmte Story-Arcs finde ich einfach sehr, sehr passend und ja, wie gesagt, ist jetzt auf meiner Wunschliste, wird immer mal wieder geguckt bei eBay, für einen schmalen Taler nehme ich es mit. Wenn ich es dann irgendwann habe und irgendwann gelesen habe und für gut befinde, dann wird es auch hier rezensiert. Was fehlt jetzt noch? Ich habe keine Comics neben mir, dann dadurch, dass ich jetzt alles neu sortiert habe, habe ich auch meinen Stapel für die kommenden Rezensionen woanders hingepackt. Das muss ich mir ja angewöhnen, dass ich das, wenn ich einen Podcast aufnehme, dass ich die hier neben mich lege. Ansonsten, wie gesagt, der Plan ist, Deadpools Secret Wars zu reviewen aus der Deadpool-Special-Reihe. Das ist ja dann aus dem Secret Wars, was ja dann entsprechend auch ganz gut passt. Wenn ich schaffe, morgen, wenn nicht, nächste Woche auf jeden Fall. Und dann geht's auch weiter mit Hulk und mit Old Man Logan aus den jeweiligen Secret Wars Story Arcs. Und dann müsste theoretisch es schon weitergehen mit den, mit dem Megaband und mit den anderen beiden Sonderbänden. Also X-Men und Marvel Zombies.
und dann entsprechend der Megaband. Und dann haben wir irgendwann einen Abschluss mit den Heften 7, 8 und 9 vom Secret Wars. Und dann bin ich irgendwann durch, wenn ich dann noch Miss Deadpool und Ultimate End gemacht habe. Sind das alle? Ne, das sind noch nicht alle, denn es gibt ja dann noch die Iron Man, Thor, Avengers und Spider-Man Heftserien. Und dann bin ich durch. So, das müsste jetzt alles sein. Wenn ich jetzt was vergessen habe, Schande auf mein Haupt. Aber das müsste dann entsprechend der komplette Secret Wars sein. Und all das, was ich gerade aufgezählt habe, werde ich für euch auch reviewen. Ja. Und dann, wenn ihr selber noch wisst, was mir jetzt gerade fehlt, ihr habt jetzt gerade die Liste gehört, was, also ihr wisst, was ich bisher gemacht habe, einfach mal ins Archiv gucken. Wie gesagt, wrestling-talk.de/nerdhurt. Und ansonsten, wenn ihr da etwas seht und das gerade gehört habt, was ich gesagt habe, und dann noch was wisst, was ich nicht gemacht habe, dann bitte mir in die Kommentare schreiben, da fehlt noch was. Du Luder, ja? Kannst mich gerne so bezeichnen, ich mag das. Ich glaube, es müssten dann alle sein. Aber es ist ja noch eine Weile hin, bis ich dann durch bin, ne? Es ist jetzt bloß einfach so ein Überblick, was als nächstes kommt. Wenn ich zwischendurch mal ein bisschen abweiche vom Secret Wars, einfach um ein bisschen was anderes zu machen, dann kündige ich das natürlich an. Ansonsten werde ich von jetzt an für die nächsten Wochenenden immer zwei Secret Wars-spezifische Podcasts raushauen, ja? Gut, das soll es von mir gewesen sein. Für mich ist jetzt gerade Wochenendanfang, aber heute ist noch ein Arbeitstag in dem Fall, dass ich ganz schön viel schaffen muss heute und den Podcast für morgen entsprechend vorbereiten. Dann könnt ihr auf die Webseite gerne gucken für diese Ausgabe. Da gibt es dann entsprechend alles dazu, was ich schon mal zu ähnlichen Comics gemacht habe. Ganz viele Empfehlungen, Kauflinks und. Alles mal reingucken, steckt tatsächlich in diesem Monatsformat steckt die meiste Arbeit tatsächlich inzwischen im Podcast-Bereich bei mir, in diesem Monatsrezensions-Podcast. Also wenn ich euch sage, was dem Monat erschienen ist, dadurch, dass es jetzt 2 Monate sind, ist natürlich auch fast doppelte Arbeit, aber es ist so, ich habe es mir selber ausgesucht, will gar kein Mitleid, es macht mir alles wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich drüber, dass es euch gefällt und dementsprechend ist alles schick. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielleicht hören wir uns morgen wieder, dann werde ich euch wieder begrüßen. ich weiß aber selber nicht, ob ich es heute schaffe, das noch zu lesen, weil ich muss es heute machen. Wochenende ist nämlich alles dicht schon wieder. Wenn ich es heute nicht schaffe, weil der Tag, wie gesagt, relativ voll ist, dann auf jeden Fall nächste Woche wieder was von mir, was dann Rezensionen betrifft. Und dann geht es weiter mit Deadpool und wie auch immer. Also entweder morgen Deadpool oder nächsten Samstag Deadpool. Schauen wir mal, ja. Nicht böse sein, wenn es morgen nicht ist. Ich schau mal, wenn ich es heute hinbekomme, ihr wisst das, ich bin sehr ehrgeizig, dann mache ich das auch heute noch fertig. Ansonsten nächste Woche. So, ganz viel geblubbert jetzt noch am Ende. Tut mir leid sowas, aber muss ja auch, will ja nur ehrlich sein mit euch. Solltet ihr auch mitbekommen, was hier überhaupt so Phase ist. Und wieso, weshalb, warum der überhaupt nichts macht, ja, der faule Hund. Ja? Gut, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag bei all dem, was ihr so macht. Und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Gerne die Kommentare, wenn ihr Anregungen habt und alles sowas. Freue mich drüber. Ich lese mir alles durch, ich beantworte auch alles. Gebt mir Tiernamen, ich stehe drauf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.